Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, ihr Freunde. Was machen wir heute? Wir reagieren spontan auf Ruhr mit dem Song Wow. Ich bin sehr gespannt, ob der Song auch Wow wird. Dementsprechend, wie immer, ich bin kein Musikexperte, macht das nur Spaß und eine Freude. Ein Typ, der gerne Musik hört und ein bisschen dazu labert, ein bisschen seinen Senf dazu gibt, obwohl er keine Ahnung von Musik hat. Da würde ich sagen, legen wir los. Los geht's jetzt. Es fing alles an in einem guten Elternhaus. Lebt wie eine Prinzessin und für Mama wurde Pelz gekauft. Leider ging. Okay, interessant. Für Mama wurde Pelz gekauft. Leider ging es nicht so wie in einem dieser Märchen aus. Psyche ging kaputt, bis heute sammle ich die Scherben auf. Gerade ab. Sie sammelt bis heute die Scherben auf. Ich bin ein bisschen überrascht. Sie gibt sehr viel Privates preis. Bisher hatte sie, habe ich zwei, dreimal auf sie reagiert, glaube ich. Und das hier ist anscheinend ein sehr persönlicher Song. Sie erzählt von früher, von damals, wie sie ihre Kindheit verbracht hat. Schön mal so eine Facette von ihr zu hören. Flieger Richtung Kairo, dass ich gerade entführt werde, war mir damals nicht bewusst. Gedanken, die mich heute jede Nacht noch einholen. Momente kommen hoch und ich hab wieder keine Luft. Krass, also sie wurden anscheinend halt einfach nicht Bescheid gesagt, einfach mitgenommen in das andere Land. Okay, alles sehr ein bisschen, ja, sie hat ein bisschen Hass in ihrer Stimme. Also sie erzählt eine Geschichte, man will zuhören und man, interessant mal sowas, interessant, also interessant mal was Persönliches von ihr zu hören, was jetzt nicht irgendwie was Geflext ist oder so, das ist halt, ja. Scheint eine wahre Begebenheit zu sein. Sehr, sehr interessant. Sagte, ich bleibe nur paar Tage. Daraus wurden 2 Wochen und dann waren es 2,5 Jahre. Im Land versteckt gehalten vom eigenen Vater. Mama kämpft, um mich zu holen, für sie was nicht ertragbar. Ach so, ihr Vater hat sie mitgenommen. Und nach 2 Tagen wurden 2 Wochen und dann 2 Jahre. Holy shit. Holy shit. 2006 schaff es, endlich hier weg. Dass die Flucht klappt, war für mich das größte Geschenk. Doch so viel Stress wurde ein Happy End. Angekommen in Germany, wusste nichts von Second Hand. Sehr schöner Flow, sehr, sehr routiniert. Muss ich wirklich sagen, sie hat ein unfassbares Talent zu flowen, sage ich mal. Das haben die anderen halt, anderen Rapperinnen halt nicht so. Und die glänzen halt mehr durch ihr Aussehen und so. Aber bei ihr ist halt ganz, ganz im Vordergrund der Flow, sage ich mal, der zu überzeugen weiß. Und optisch ist ja auch sehr, sehr nett anzusehen. Sie ist einfach eine sehr, sehr talentierte, interessante Künstlerin. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, seit wann ihr sie auf dem Schirm habt. Da kann man diskutieren. Dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Schloss und Kaviar, musste ich mit Ma zu Caritas. Ich wollte neue Adidas und Mama sagt, ich zahle das. Ich hab es nicht zum Arzt gebracht, doch wollte, dass sie Para hat. Ich war die Talentierteste in meiner ganzen Nachbarschaft. Mama wollte. Sehr, sehr persönlich. Muss ich wirklich sagen, ich finde es schade, dass sie so ein bisschen unter dem Radar halt durchschlittert, sage ich mal. Sie hat den endgültigen Durchbruch noch nicht geschafft, meiner Meinung nach. Aber sie arbeitet daran. Ich finde es sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, dass sie hustelt und dass sie halt, ja, am Ball bleibt und ihr Ding verfolgt. Und auch sehr, sehr gut von PA, sie zu sein, sage ich mal. Weil dann wird das was definitiv mit dem Durchbruch. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr weiterer Karriereverlauf verlaufen wird. Töchter ihrer Freunde bin. Lehrer haben mich gefragt, warum ich so ein Teufel bin. Kein Vater, der was sagt und deshalb wollte ich ihn enttäuschen. Bin immer in der Hood gewesen, träumte von einem Neubeginn. Erstes Video Instagram, war scharf an einem. Sie hat sehr, sehr viel Power in der Stimme. Also das mit ein bisschen Hass halt. Aber auch sehr, sehr Power, also sehr kraftvolle Stimme. Zum Beispiel eine Katja oder so, die rappt, die hat ja jetzt keine kraftvolle Stimme, sage ich mal. Also sie hat auf jeden Fall Power in der Stimme und weiß auf jeden Fall zu überzeugen. Flowlich und stimmlich. Sehr, sehr routiniert, sehr, sehr lange dabei schon, glaube ich. Und dementsprechend zu Recht bei Leibespain. Immer hinter mir, auf einmal wurde ich ernst genommen, auf einmal sind sie nett zu mir. Auf einmal fühlen alle meinen Film, weil ich rolle gerade. Auf einmal wollen Hater einen auf Day One Supporter machen. Plötzlich wollen alle mit mir chillen, seit die Dollars kamen, weil die Faker sehen das. Ja, kann man verstehen. Sobald die Dollars kommen, sobald das Geld fließt, die Para fließt,
will jeder was von einem. Da kommen melden sich Freunde, wo die sonst nie melden, und das Spiel kennt man ja. Sehr interessant, dass sie jetzt auch das preisgibt. Dass ich gewonnen hab. Du sagst, du kennst mich, okay, wow. Sag mir, was weißt du denn genau? Habe die meisten schon durchschaut, wow. Interessanter Hook. Ich hätte mir erwartet, dass sie vielleicht ein bisschen singt oder so. Sie bleibt im gleichbleibenden Flow. Und ja, es ist so, ich hätte mir ein bisschen anderer Hook vielleicht ein bisschen besser gefunden. Aber passt sehr rund ins Bild rein, finde ich mal. Produziert wurde das Ganze von Aside. Okay. Props gehen raus. Also der Beat ist eigentlich... wie soll ich das ausdrücken? Ist nicht so die Art Beat, die ich unbedingt feier. Aber für sie ist das anscheinend gemacht worden, dass sie auf jeden Fall ordentlich drauf ballert, sag ich mal. Du sagst, du kennst mich, okay, wow. Ist mir egal, denn ich leb mein Traum. Family first, ja, ich mach sie proud, wow. Weißer Rauch aus den Lippen, eine Frau hat gerissen, doch die Hälfte... Eine Frau hat gerissen, definitiv. Also, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf ihren weiteren Verlauf. Gerade mal gucken, ob die was rausballert in der nächsten Zeit. Hey, die kann man was vorbestellen. Dirty Souths und Snipes. Album-Bundle. Kann man gerne mal draufklicken, über den Link bestellen. Und... okay. Das ist mal eine lange Beschreibung. Also kommt definitiv ein Album auf uns zu. Ihr könnt gerne bei dir rüber switchen und ein Like da lassen, mach ich auch gerade. Und dann würde ich sagen, supportet das Ganze mal, weil gute Künstler müssen einfach unterstützt werden. Die will nicht gönnen, weil ich spitte, spür die neidischen Blicke. Bitte, ich brauch keine New Friends, bleib bei der Clique, Gang, Gang, so wie Wu-Tang. Höre erst auf, wenn ich alles gefickt hab, bis PA zu mir sagt. Sie hört auf, wenn sie alles gefickt hat. Okay. Also sehr kompromisslos, straight nach oben in die Fresse, sag ich mal. Man spürt auch richtig den Hunger raus, den Hunger, den man auch braucht, um konstant zu sein und dann was Ratz abzuliefern. Das hat sie in dem Fall definitiv gemacht. Also ist jetzt kein so ohrwurmlastiger Song, aber auf jeden Fall einer mit Aussagekraft. Dass ich alles gefickt hab, vergesse niemals eure falschen Gesichter. Doch ich weiß, dieser Weg war schon immer mein Schicksal. Fühlt sich an wie gestern, damals rappte ich auf YouTube Beats auf einmal. Jetzt rappt es ein bisschen schneller. Sehr, sehr nice. Immer gut, wenn man Flow-Passagen drin hat, die halt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und sie beschreibt jetzt, wie es damals gewesen ist, wie es angefangen hat, wie sie entdeckt worden ist. So habe ich sie noch nicht erlebt. Bisher. Reden alle über mich, seitdem ich unterschrieb. Und Haiti kommt nicht klar, wenn sie mal wieder pudert. Sieht doch ohne Label, Boss aus Hessen wird das Land zum Ruhrgebiet. Und glaub mir, wenn ich sage, Mann, ich spüre keine Stiche mehr. Mein Ex hat mich verraten, hoff es waren die Bitches wert verarbeitet. Krass, die packt hier ordentlich aus. Die werden sich ein oder andere bestimmt angesprochen fühlen von ihren Skills gerade. Die reißt hier ordentlich ab. Also die Bars, die knallen. Definitiv. Mein Kummer ein paar Tagen schnell am Mittelmeer und komme dann zurück, um dieses Game hier zu zerficken. Wer will mir noch erklären, wie ich mich zu benehmen hab? Faker bleiben fern, weil ich dich zu bereden hab, wenn mich jemand nervt hab. Ich mag auch ihre Reimstruktur. Sie benutzt oft Wörter, die halt sonst keiner benutzt. Das ist halt auch so als Stilmittel, sage ich mal, von ihr. Und das ist auf jeden Fall, hört man raus, also sie hat so ihr eigenes Ding, was auf jeden Fall feierbar ist. Und ich bin gespannt, wie das Album wird. Also ich bin wahrscheinlich sehr viele Facetten drin sein. Ihr habt vorhin, glaube ich, einen Song gemacht mit Namika, glaube ich. Und dementsprechend kann man viel erwarten. Werde ich auch ekelhaft? Du sagst, du kennst mich, okay, wow. Sag mir, was weißt du denn genau? Habe die meisten... Ja, die Hook gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ist nur meine Meinung. Ihr müsst nicht meine Meinung sein. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Da kann man diskutieren. Immer wieder gern gesehen, immer wieder da gerne gehört. Schon durchschau, wow. Du sagst, du kennst mich, okay, wow. Ist mir egal, denn ich lebe meinen Traum. Sie lebt ihren Traum, okay. Also kann man verstehen.
Ich weiß gar nicht genau, wie alt die ist. Die ist bestimmt erst so 25 oder so. Liege ich ganz falsch oder? Würde mich auch mal interessieren, wie alt die ist. So Leute, das war's mit dem Video. Also gratis Video. Song war auch ganz nice. Und ich würde sagen, lasst gerne einen Kommentar da, kommentieren, abonnieren, auch sehr gerne gesehen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten neuen Videos. Bis dort, macht's gut. Ciao.